So, hallo zusammen. Ich habe in der Story schon angekündigt, ich bin in Essen und habe hier jemanden getroffen, über den ich mich sehr freue, dass das heute geklappt hat. Wir machen es immer so, dass er sich am besten gleich selber vorstellt. Wir sind jetzt im Sleep Chat Nummer 3 und bin total happy, dass wir uns hier heute treffen konnten. Am besten, du stellst dich kurz selber vor. Ja, also ich bin Paul Zellmann, Schwimmer bei der SG Essen. Teil der Nationalmannschaft, war dieses Jahr mit der WM in Guangzhou mit dabei und wir sind im Finale der 4x200 Krausstaffel sind wir Achter geworden und auch dieses Jahr zweimal Deutscher Meister geworden im Einzel. Ja. Genau, Deutscher Meister auch noch, nicht zu vergessen. Ist ja auch nicht schlecht. Ja, ich habe den Pol vor circa 2 Jahren schon mal getroffen. Wir haben über einen Kontakt sind wir zusammengekommen. Der Pol hat geäußert, dass er das Thema Schlaf gerne angehen würde, dass es da 1-2 Themen gibt. Wir haben zusammen gearbeitet. Ich habe ihm ein paar Tipps gegeben, die er jetzt mittlerweile umgesetzt hat. Jetzt haben wir uns mal wieder getroffen und haben uns gegenseitig ein Update gegeben. Du hast ein bisschen erzählt, wie es dir geht. Dann gleich auch mal zur ersten Frage und zur zweiten Frage. Was ist hängen geblieben? Was hat sich seit dem letzten Mal, als wir gesprochen haben, getan? Du hast von 2-3 konkreten Themen erzählt, die du für dich mitgenommen hast. Ja. Vielleicht erzählst du das mal kurz. Also am wichtigsten war für mich, Routine reinzukriegen in den Schlaf. Ich bin sehr schlecht eingeschlafen, habe mich immer sehr unter Druck gesetzt selber. Und wie gesagt, durch die Tipps von dir habe ich gelernt, ein bisschen entspannter an das Ganze ranzugehen, die Routine aufzunehmen und dementsprechend fällt es mir leichter einzuschlafen. Auch durchzuschlafen und bin einfach entspannt am nächsten Morgen. Okay. Also dieses Gefühl von, der Schlaf ist nicht mehr so eine Hürde, der Schlaf macht dich nicht mehr unruhig, nicht mehr dieses Thema, scheiße, ich muss schlafen, weil ich muss morgen Leistung bringen. Ich bin flexibler geworden. Du bist flexibler geworden, du weißt, was du tun kannst, genau. Nimmst dir den Stress, kommst dadurch natürlich besser zur Ruhe, schläfst dann besser. Genau. Und bist dadurch einfach, ist es für dich das Thema Schlaf einfach nicht mehr so ein Problem, sondern eher was, genau, Angenehmes. Richtig, geworden. Genau. Also okay. Man freut sich mehr darauf, weil man weiß, okay, es klappt, weil du nicht stundenlang wach liegst und dir denkst, okay, jetzt muss ich, sondern es ist halt, wie gesagt, die Lockerheit. Wenn ich jetzt mal eine Viertelstunde später einschlafe, ist es gar kein Problem. Ich kriege das gepuffert am nächsten Abend oder es klappt am nächsten Abend besser und alles sowas. Genau, okay, super. Ja. Du hast das Thema Powernap am Tag auch angesprochen. Da haben wir auch damals das diskutiert, weil du natürlich eine intensive Zeit hast durch irgendwie Frühstraining, durch Wettkämpfe, durch viel einfach im Wasser, viel einfach Kilometer machen. Ja. Das für dich auch wichtig war, dass du irgendwie zwischendurch auch mal einen Impuls brauchst. Genau. Gerade wenn du einfach mal, wie gesagt, eine Viertelstunde später einschläfst, als du es eigentlich vorhast, schlafen zu gehen. Gibt es eine gewisse Sicherheit, wenn du weißt, okay, ich habe am nächsten Tag habe ich 20 Minuten irgendwo freigeräumt, die vielleicht zwischen Training, zwischen Uni, irgendwas anderem, zwischen welchen Terminen, packst du dich 15 Minuten hin, machst einen Powernap und hast sozusagen wieder ein bisschen was gut gemacht und bist einfach wieder mit einer größeren Sicherheit am nächsten Abend, wenn es halt geklappt hat, dann im Bett. Okay, da, genau. Also du kannst dieses Thema Powernap und die Unterstützung und die Leistung im Prinzip des Powernaps auch für dich unterschreiben, ja, dass das definitiv wirklich etwas ist, was gut ist, dass du das nicht jeden Tag brauchst, weil wie du gesagt hast, wenn die Nacht gut ist, brauchst du es nicht. Genau. Aber wenn die Nacht nicht gut ist oder wenn du merkst, der Nachmittag ist nochmal entscheidend und du brauchst nochmal was, dass du das dann einfach holst über Powernap und das dann auch merkst. Oder zwischen Wettkämpfen, zwischen Vorlauf und Finalabschnitt hat man meistens nur 3-4 Stunden, wenn es gut läuft. Ja. Bei höheren Wettkämpfen und da ist einfach wichtig, die Zeit effektiv zu nutzen und da ist ein Powernap, wo man nicht besonders tief einschläft, weil man dann immer noch träge wird wieder, ist es einfach eine gute Möglichkeit. Okay, super. Wie merkst du, dass du besser schläfst oder mehr schläfst oder mehr damit tun kannst? Reduziert sich das in dem Sinne auf die Basis, dass du merkst, dass du grundsätzlich irgendwie eine Regenerationsbasis hast und eine Kraft hast, die du nutzen kannst? Oder gibt es dir auch, sagen wir mal, merkst du auch, dass du dadurch im Prinzip von deinen Zeiten auch besser geworden bist? Also von den Zeiten direkt nicht, das ist tagesformabhängig. Ja. Aber ich merke, dass es einfach, dass man mit einer gewissen Gelassenheit an das Training herangeht, man motivierter ist, der Bewegungsdrang ist einfach größer, sage ich mal so, wenn man ausgeschlafen ist, das kennt jeder, dass man vielleicht auch mal Bock hat, joggen zu gehen, so nach dem Motto, das mache ich jetzt in meiner Freizeit nicht, ich muss dafür trainieren. Aber auch ein großer Faktor ist, wenn du zum Beispiel am Schreibtisch sitzt und was für die Uni machen muss und
dass du einfach wacher bist. Dir fallen nicht nach zwei Seiten wieder die Augen zu, sondern du kannst mal ein, zwei Kapitel am Stück durcharbeiten, ohne dass du mal aufstehen musst, dich bewegen musst, wieder den Kreislauf in Gang bringst. Dementsprechend bist du da einfach konzentrierter und das macht auch mehr Spaß dann. Okay, also ist im Prinzip Schlaf für dich neben dem Training, neben der Ernährung so das Element, was der dritte Baustein. Der Baustein, der für dich genauso wichtig ist, von dem du nicht sagst, okay, das bringt mir jetzt zwingend die hundertste Sekunden am Anschlag, sondern über die Prinzip, Saison hinweg über die Saison hin schon irgendwie Leistung zu bringen. Genau. Okay, ja. Super, sehr schön. Ja, cool. Freut mich. Vielen Dank. Der Pol hat jetzt auch von mir die Blaulichtbrille bekommen, die er jetzt mal einsetzen wird in den nächsten zwei, drei Wochen. Ich bin natürlich sehr gespannt, wie es bei dir funktioniert. Ich habe sie ja benutzt zwei Wochen lang. Ich bin kein Leistungssportler. Ich bin nur ein schlechter Aufsteher morgens. Bei mir hat es was getan. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wie es sozusagen im Leistungsmodus funktioniert. Wir haben abgesprochen, wie er sie benutzen kann. Du wirst sie jetzt mal zwei, drei Wochen benutzen. Wir werden dann mal uns austauschen. Ich bin sehr gespannt, wie das für ihn laufen wird. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute für deine kommenden Wettkämpfe, die natürlich überstrahlt werden von Olympia, Tokio nächstes Jahr. Ganzes Jahr ist die Vorbereitung. Ich bin mal gespannt. Ich wünsche dir eine super Vorbereitung. Danke. Wir werden im Austausch bleiben. Ich wünsche dir, ich sage es einfach mal so, Medaille. Ne? Auf alle Fälle Endlauf, gehe ich mal davon aus, dass der Poll es schafft. Ansonsten, wünsche dir dann noch schöne Zeit, gutes Training und wir bleiben in Kontakt. Und an euch alle, tschüss. Ciao. Schöne Zeit. Ciao.